Hallo, liebe Schublockleser. Ich bin hier mit Gerwin von Philips Hue in einer neuen Küche von Nobilia und es gibt hier spannende Sachen zu entdecken, denn Philips Hue und Nobilia starten Anfang nächsten Jahres eine Kooperation, wo ihr eure neue Küche mit smartem Licht ausstatten könnt. Und ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit eine neue Küche gekauft. Die sind ziemlich teuer und die Beleuchtung darin ist wirklich nicht schön und das ändert Philips Hue jetzt. Gerwin, was gibt's alles? So, wir haben hier richtig coole Produkte. By the way, danke, dass ich bei dir für das erste Mal mitmachen darf auf einen Blog. Das ist nach 5 Jahren, dass ich mal eingeladen werde. Das freut mich. Nee, wir haben hier sehr schöne Gradient-Lichtstreifen, die wir hier verwendet haben, sowohl unten als auch hier oben in der Küche. Und wir haben sehr schöne Downlights, die man hier vorne sieht, die auch schön schick mit funktionieren mit alle Szenen, die wir aufrufen können. Das heißt, sowohl die Downlights als auch die Lightstrips sind im Prinzip ganz normale Philips Hue Leuchtmittel. Absolut, aber schön integriert, damit es auch passt in einem Küchenstil. Und wie hell leuchten die? Wollen wir mal ein paar Szenen durchschauen? Komm, wir schauen uns alles an heute Abend. Gehen wir erstmal ohne Licht, dass wir auch mal sehen, wie die Küche aussieht ohne Licht. Ziemlich dunkel, würde ich sagen, aber wir probieren das mal aus. Klar, ziemlich dunkel. Guck mal, die war auch noch mit dabei. Ja, aber dann machen wir erstmal die Szene in Weiß. Dann tockeln wir mal durch und nehmen die nächste Szene. Wieder anderes Licht und man kann auch die Lichtfarben runternehmen. Damit wir noch ein gemütliches Licht. Also man hat den kompletten Funktionsumfang, den man so für Philips Hue kennt. Und ich würde sagen, unser Kameramann, der zeigt uns jetzt mal hier die Lightstrips im Detail und kommt mal ein bisschen nach vorne. Ja, sehr gerne. Was ich nämlich sehr beeindruckend finde, ist, die sind nicht nur gut verarbeitet, sondern auch das Licht ist so diffus, man sieht keine einzelnen LEDs. Man wird nicht geblendet nach vorne, wenn man das auf einer normalen Küchen-Oberschrankhöhe hat. Und wir schauen mal drunter, es sind einzelne Elemente, das heißt, man kann es auch verlängern. Es sind bis zu 10 Meter Länge möglich und was ich richtig klasse finde, endlich macht Philips Hue mal ein vernünftiges Netzteil. 60 Watt Leistung können richtig viel Helligkeit erzeugen, pro Meter 1000 Lumen, dann also bis zu 6000 Lumen und so hell ist kein Lightstrip, den es bisher gab. Das finde ich also richtig spitze. Und was ist in der Küche wichtig? Licht zum Arbeiten, genau. Aber natürlich auch für einen entspannten Abend buntes Licht. Und das Gute ist, was man jetzt hat mit der Küche, ist, dass man wirklich jetzt der Küche im Wohnraum dazu ziehen bringen kann. Und man hat einen Raum, den man komplett einrichten kann mit Philips Hue Beleuchtung. Man kann die Stimmung einstellen, wenig unter dem, für eine gemütliche Stimmung. Aber, wie du sagst, auch ganz hell, wenn man wieder Fleisch schneiden muss. Genau. Oder Gemüse. Schau noch mal kurz vorne auf die Spots. Ich gehe einmal so rum, auf die Downlights. Die sind hier unten verbaut und die sind wirklich fest integriert, super flach und machen auch ein schönes Licht. Die lassen sich einzeln steuern oder wie ist das geregelt? Ja, das sind alle Produkte sind im Prinzip einzeln steuerbar. Genau, die Lightstrips ist ein Punkt steuerbar. Alle Lightstrips, alle Spots sind im Prinzip einzeln steuerbar. So ein Downlight baut man sich nicht selbst ein. Ich muss diese Frage jetzt stellen. Die Lightstrips mit den einzelnen Modulen, die lassen sich festklicken. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen rumgespielt. Gibt es das auch irgendwann als einzelnes Produkt für meine Küche zum Nachrüsten? Wir fangen erst hiermit an. Wir hoffen, dass es sehr viel Begeisterung gibt. Und wenn es genug Nachfrage gibt, dann werden wir selbstverständlich uns überlegen, um so etwas zu tun. Ich glaube nicht, dass es mit den Spots Sinn macht, dass man das selber rein verbaut. Aber ich kann mich schon für den Lightstrips, kann ich mir schon den Use Case vorstellen, dass wir das tun. So, wenn wir jetzt Leser haben, die sagen, ich möchte unbedingt so eine Küche mit Philips Hue haben, ab wann und wo bekommt man sowas? So, wir haben jetzt eine exklusive Partnerschaft mit Nobilia und Nobilia wird in Q1 die Produkte auf den Markt bringen und die sind bei sehr vielen Reseller vertreten mit ihrer Küche. So, ja, ab Q1 los geht's. Super, danke schön. Sehr gerne. Das wünsche ich dir auch. Ciao. Danke.